Und ja, weiter geht's. Folge. Ach, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt. 29, doch. 29. Das passt nicht, das passt nicht. Da geht noch einer ran. Den können wir da auch noch ansetzen. Da wird auch noch einer gehen. Und da. Der wird auch noch gehen. So. Du machst Schwefel? Ja, Schwefel. Sprengstoff. Jawohl. Ich habe das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass unsere Bauroboter, oder beziehungsweise unsere, ja, wir verbrauchen mehr Reparaturkits, als wir herstellen. Oh. Das ist Wahnsinn. Okay, wir haben natürlich auch gerade eine ganze Ecke an Angriffen reinbekommen. Das sieht scheiße aus, wo ich das gebaut habe. Ich brauche Petroleum, Wasser und Eisenplatten. Ach so, ja. Ja, das ist nämlich jetzt das Problem. Eisenplatten. Deswegen produzieren wir jetzt da unten so wenig. Deswegen produzieren wir nämlich auch so gut wie gar keine Munition mehr. Wie gesagt, die Greifarme können immer noch nicht alles produzierte Eisen auslagern. Blaue Fließbänder, wie weit sind wir davon entfernt? Die Forschung. Logistik 3 braucht 900 blaue Flaschen. Verdammter Mist. Und dafür braucht man weitere Schaltkreismotoren und elektrische Erzfetter drauf. Für blaue Flaschen. Okay, das ist aktuell bei unserem Dings nicht möglich. Richtig. So, davon mal 5. Davon mal 5. Der ist egal. 3 rote, da fehlen die erweiterten Schaltkreise für. Die jetzt wieder ein bisschen kommen. Also, Eisen ist. Ach, da ist gleich noch ein Abnehmer hinten dran. Oh. Wo? Was meinst du? Jetzt kommt wieder mehr Eisen für die Munitionsproduktion. Okay. Ich wollte irgendwas setzen. Da, das wollte ich setzen. Nicht im Logistikbereich. Angeschossen mit allem? Angeschossen mit allem. Oh, da oben geht's wieder einiges kaputt. Aber unsere Bauroboter, ey, die sind so schnell mittlerweile, ne? Wenn wir die auf voll erforscht haben mit Geschwindigkeit, die haben gar keine Chance mehr. Ja, momentan haben wir das scheiß Munitionsproblem. Okay. Wir haben keinerlei 7,62er Munition mehr auf dem oberen Band. Das ist ein Riesenproblem. Wir brauchen nicht einfach nur schnelle Greifarme. Weil die 7,62er wird ja zum Glück zuerst hergestellt und die Scharfschützmunition danach. Obwohl. Ob das gut oder schlecht ist, das weiß man nicht.
Hattest du schon die Aufnahme gestartet? Ja. Oh, ist schön. Moin, moin. Ja, moin. Nach 7 Minuten begrüßt sich Dagobert auch. Oh, ein Traum. Okay, Kupfer. Bin heute nicht ganz auf der Höhe. Kupfer ist ja früher morgen. Immer noch. Obwohl, jetzt ist Zeit für Mittag. Okay, Kohle scheint wieder besser zu werden. Wir brauchen trotzdem. Hatten wir irgendwo schon eine Produktion? Hatten wir nicht noch schon irgendwo für irgendwas Erzförderer hergestellt? Oder war das eine. Handcrafting bisher. Das war Handcrafting, okay. Dann war das irgendwie ein Fehlgedanke von mir. Mittlerweile kommt wieder Munition oben an. Ja, sehr gut. So, mach mal. Ja, das war jetzt gerade eine kurzfristig eine sehr, sehr verzwickt. Wir haben hier die Pfeiler hier oben. Wo? Schon tot. Ach so, okay. Das war das, warum die hier oben Dauerfeuer gemacht haben. Ah, okay. Ein Schuss mit der Snip und der war weg. Oh. Ja. Nice. Greifarm vergessen. Wir ja. Sollten eventuell noch Mod dazu nehmen. Ja. Die Road Mining Site. Ja. Genehmigt. Gut. Vergesse ich bis zum nächsten Aufnahme eh wieder. Ja. War das untere Eisenfeld, wo ich jetzt gerade drauf stehe, war das schon im Jam drin? Ja, das ist das SW87. Okay. Ach komm. Ach. Das ist das SW87 in 882 Stunden mehr. Genau. 192. Langsam weniger. So, ich wollte mich ja eigentlich um Schwefel für Dings kümmern. Also wir könnten theoretisch hier durchgehen, ne? Ne, können wir theoretisch nicht. Mist, verdammt, Mist, verdammt. Eisenplatten. Mal wieder Eisenplatten. Nicht. Was für ein Wahnsinn, Wahnsinn! Alle sind nur am Suchen heute hier. Ja, das ist halt ein bisschen eng gebaut. Leicht, ne? Leicht. Ich kreuze, wollte gerade Öl mit Wasser kreuzen. Komme ich da irgendwie ran? Ich muss da irgendwie rankommen. So, so. 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 Wieder Ziegelsteine, Stahlsträger.
Lagerkiste. Da ist er. Warte mal, du meckerst mich wegen den rum. Du meckerst wegen den rum. Du meckerst wegen den rum. Du meckerst wegen den rum. Also einen Schönheitspreis gewinnt meine Anlage nicht, aber was soll's. Erstmal vollkommen egal. Bei der angefangenen Anlage ist das vollkommen egal. Wir bauen sie. Oh. Unsere Ziegelsteinproduktion hat keinen Strom mehr. Also, kein. Kein Brennstoff. Kein Brennstoff mehr, richtig. Ja, da hatte ich vorhin schon überlegt, wie man das am besten machen kann. Ja, guck mal, wir können von hier vorne rechts rüber gehen. Weil hier haben wir ja einen Kohleanschluss sogar. Wie sieht das jetzt überhaupt mit Strom aus? Ah, geht noch. Was wo spannend gehen. Okay, wir haben wieder mal kein Petroleum, weil ich voll ist. Nee. Weil wir nicht genug produzieren. Oh. Das ist mal ein neues Problem. Also das, was wir produzieren, fließt sofort in in die Produktion. Bleibt für andere Sachen, für die andere Produktion nichts übrig. Das ist in der Tat ein Problem. Wo ist das Problem mit der Stahlträgerproduktion? Eisen? Ich gucke. Eisen ist eigentlich direkt an der. Direkt am Bypass. Eisen ist nicht das Problem. Kohle ist nicht das, die Geschwindigkeit. Okay, dann müssen wir da noch ausbauen. Gut. Wir haben ja erst 11 Öfen für Stahl. Ja, kannst du das verdoppeln? Ich kann erstmal noch 7 weitere bauen. 8, 9, 10, 11, das müsste das optimale Verhältnis sein. Schön, für Hochöfen fehlt mir Stahl. Ein Traum.
Gut, und jetzt würden mir Ziegelsteine fehlen. Ja, ich kann die Anlage verdoppeln, aber dann habe ich halt... Mehr Kapazitäten habe ich nicht. Scheiße. Also platztechnisch oder wie? Auch. Was heißt auch? Na, für mehr würden mir Ziegelsteine fehlen. Und... Ich hätte noch 40 Hochofen im Inventar. Ah. Okay. 32. Ja, das hätte... Ich baue mich gerade. Ich brauche erstmal Greifarmer. So, möchtest du irgendwo einen Bypass haben? Schauen wir mal. Ich hätte jetzt hier noch eine neue Produktion von Eisenplatten. Also momentan. Dann baue ich das Ding jetzt erstmal daran. So. Wie du siehst, hier kommen jetzt Eisenplatten neu. Moment. Oh, okay. Ah, sehr schön. Das sollte natürlich auch oben jetzt die, ja, das fördert natürlich jetzt oben die Fließbandproduktion. Ungemein. Und das macht theoretisch eigentlich den Bypass direkt von der Schmelze. Na, den Bypass hatte ich hier nur gelegt, damit wir auch das Eisen da rausbekommen. Den Bypass könnten wir dann aber auf unsere Munitionsband legen. Ja, dann machen wir das da lieber. Dann kommt nämlich da mehr an. Vor allem den kriegen wir sogar richtig einfach da rein. Schnell produziert hier unten. Ja, ein Traum. Das wird doch jetzt schon mal deutlich besser. Es staut sich hier auch schon wieder leicht Stahl. So, es wären jetzt auch Eisenplatten anforderbar. Okay. Warum produziert ihr jetzt kein? So, und das mache ich mich jetzt auch gleich mal. Eisenplatten bitte immer 200 Stück im Inventar, bitte. Dankeschön. Wir haben ein Stromproblem. Was? Strom! Wow! Kohle! Ja, jemand hat die Kohle von uns... Ach du Schande. Ja, jetzt ist natürlich Katastrophe. Klemm die Kohle erstmal komplett ab. So, Kohle geht jetzt komplett erstmal in die Stromproduktion. Haben wir noch irgendwo Holzkisten?
ein. Ich habe hier erstmal Kohle für ja Stahl und Kupferschmelze und alles abgeklemmt. Ja, sehr gut. Okay, die unterste Anlage läuft wieder komplett. Ah, ich habe die andere Anlage abgeklemmt auch noch. Ich Trottel. Okay. Geht da noch direkt vorbei ab dem Dings. So, da kommt keine Kohle an, weil ich die Kohle da abgeklemmt habe. Oh, oh, ich muss mir mal Luft nachschnappen gehen. Ich habe nur noch 12. Oh. Ja. Das heißt, du brauchst da auch Kohle. Okay, ich glaube, wir haben es doch gerade so gerettet. Zumindest erstmal. Das heißt, wenn jetzt unten wieder Kohle ankommt, dann müssten wir... gleich wieder genug Strom haben. Versucht hochzufahren, aber er schafft es noch nicht. Nee, es fällt da wieder. Aber da jetzt wieder welche ausfallen. Ach Mist, verdammter ey. Ja, die fallen wegen mir kurz aus. Ach so, okay. Ich hatte schnelles Fließband gesetzt, ich muss dort aber für die Greifarme extra langsames Fließband setzen. Ja gut, oder man muss halt warten, bis es voll läuft. Naja. Aber so setzt man langsames, dann kann es schon wieder schnell fließen. Ziehen natürlich auch wieder mehr Kohle. Wir sind immer noch ganz schön am Knapsen. Ja, weil unten die Anlage nur noch zur Hälfte läuft. Aber es wird jetzt langsam mehr. Umso mehr Strom wir jetzt machen, desto mehr Kohle wird produziert und dementsprechend. Ah, okay, Kohle kommt schon fast hinten rein. Richtig. Die Greifarme laufen jetzt wieder vernünftig schon. Kohle fängt sich am ersten Kraftwerk an zu stauen. Das reicht trotzdem nicht. Ist jetzt noch mal mehr. Ja, noch mal um 4. Was erhöhst du gerade um 4? Kohle-Output. Achso. Das müsste auch langsam, aber sicher müsste sich das doch erstmal stauen. Ach so, ja klar, das Plastik frisst uns in der ganzen Ecke weg. Ja, das kommt ja erst hinter. Ach so, deswegen kann sich das ja gar nicht stauen, weil. Jetzt schon. Genau. Das ziehe ich jetzt erstmal wenigstens einmal Stau, damit da genug Power drauf ist, weil wir sind mir auch schon wieder von der vollen Länge weit drüber. Ich glaube, du musst mich auch gleich weg. Na, ein paar Minuten hätten wir noch. So, okay, ja. Da staut es sich jetzt. Es wird langsam voll, aber das ist trotzdem, wenn man sich, wenn man überlegt, dass da normalerweise noch die Öfen mit versorgt werden,
Also zur neuen Schmelze staut sich die Kohle schon. Komplett. Ist gleich bis zum Teiler voll. Ah Jetzt ja, ist jetzt, bis zum Teiler voll. perfekt. Okay, dann kommt da hinten das Meer durch. Ich plane schon unser nächstes Projekt. Wo wäre das nächste Kohlefeld? Scheiße. Klingt sehr aufbauend. Das ist unser einziges Kohlefeld, ne? Ja. Wie lange hält das noch? 10 Stunden und 51 Minuten. Schön, die Roboter sind hilfsbereit. 10 Stunden und 43 Minuten. Also es geht komischerweise sehr schnell runter. 11 Stunden ein, ja gut, 11 Stunden knapp. Jetzt 10 Stunden und 16, okay. Also ich glaube, wenn ich mit meinem Projekt fertig bin, ist es in 3 Stunden alle. Ich ahne was. Sprengstoff, ne? Nee, ich baue nochmal unser Sturm nach. Weil selbst wenn wir genug Kohle jetzt an die Anlage bekommen, der Strom wird es trotzdem ziemlich eng. Stimmt. Aber das Problem ist, wir müssen jetzt halt auch aufpassen, weil wir können halt nicht großartig mehr Kohle anschießen, weil das Feld ist ja jetzt komplett ausgefüllt. Wir können ja keine Fülleanlagen mehr bauen. Und wenn jetzt die ersten anfangen leer zu laufen, so wie die eine hier, der läuft leer, die hier, die vier sind schon leer gelaufen, dann kriegen wir jetzt echt ein Problem. Wir brauchen neue Kohle. Richtig. Oder, warte mal. Wie sieht denn das mit... Wir könnten ja vielleicht den Festbrennstoff machen und Genau das Festbrennstoff habe ich mich auch gerade beheizen. überlegt. Genau das. Warte mal, ich brauche jetzt erstmal Zettel für die nächste Aufnahmesession. Festbrennstoff. Kohle. Strom. Noch irgendwas? Sprengstoff. Sprengstoff. Robot Mining Site. Schreibe ich mal ganz da oben drüber. Damit würden wir auch die Kohle deutlich besser daraus kriegen. Robot Mining Site. Gut, haben wir's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Ciao, ciao. ciao.